Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück beim Old Market Simulator. So, ich bin jetzt hier gerade einem, ja, was soll ich sagen, einer Unwissenheit aufgesessen. Ich hatte ja nach der letzten Folge das Spiel dann beendet. Dachte mir, ja, das speichert es bestimmt automatisch. Hat es auch gespeichert, aber eben erst am Morgen des Tag 2. Das heißt, ich musste den Tag 2 jetzt nochmal machen. Jetzt bin ich wieder auf dem Stand, auf dem wir waren, als wir weggegangen sind. Der Besen liegt immer noch darum oder wieder gekehrt ist. Der Ständer ist da, Zeug ist verkauft. So. Und wir sollen die Feuergrube finden. Ich habe sie gefunden. Hier. Da rein. Schwupps, weg ist das Zeug. Dann schmeißen wir den ganzen Krempel da rein. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass man das Zeug da verbrennen soll. Aber gut, dann machen wir das halt. So. Jetzt holen die sich das Bauernfeld vom Architekten. Wo war der Architekt? Der war da hinten irgendwo, ne? Hier rein und da hinten um die Ecke. Da, ja, da ist da der Architekt. Ein Bauernfeld, 50 Miete. Eine Kellertür kann man ja auch kaufen. Bauernhöfe, Bauernhof 3. Oh Gott, so ein Haufen Bauernhöfe. Gewächshäuser, Märkte. Ach Gott, kann man hier einen Haufen Zeug kaufen. Ja, das klingt ja interessant. Holen Sie sich eine Hacke vom Gärtner, um den Boden zu bearbeiten. Ey, liebe Leute, es ist Winter. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Waren zu bestellen. Das habe ich jetzt noch nicht wieder gemacht. Das muss ich noch schnell machen gehen. Nicht, dass ich das vergesse. Das wäre fatal. So, ich hoffe, dass das Geld dann auch noch reicht. Das ist schließlich wichtig. So, dann gehen wir jetzt gleich mal zum Gärtner. Da steht der hier. Um. Kommen wir hier durch? Nee. Müssen wir halt hier rumspazieren. Wo ist denn dein Eingang hier, lieber Gärtner? Da. Eine Hacke. Holen Sie eine Hacke vom Gärtner, um den Boden zu bearbeiten. Sehe schon, hier gibt es alles Mögliche. So, ja, jetzt habe ich eine Hacke. Wo ist mein Boden, den ich bearbeiten soll? Ich suche gerade, wo ich jetzt hier was bearbeiten kann. Habe ich die Scheibe eingeschlagen. Hat aber nicht geklappt. Ich hätte ja gedacht, dass das jetzt hier mein erstes Feld ist. Ah ja, ha, jetzt geht's ja auch. Dann klopfen wir das mal hier alles schön. Finde ich zwar ein bisschen komisch, dass man im Winter jetzt anfängt, hier den Boden zu bearbeiten.
Aber gut, wenn das Spiel es so will, dann machen wir das. Wo ist meine Hacke jetzt hin? Ich hoffe, ich besitze die noch hin, dass ich jedes Mal neu kaufen muss. So, Kohlsaat vom Gärtner holen. Apfelbäume gibt es ja auch. Sprinkler. Lauch, Grünkohl, Kohlsaat. Ja, so. Das habe ich jetzt davon. Es reicht mein Geld nicht. Haselnussbaum, Walnussbaum, ist ja cool. Mensch, da kann man ja alles Mögliche anbauen. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Maissaat. Ja, im Sommer wächst die aber nur. Die könnte ich mir leisten. Wassermelonen. Na gut, dann habe ich jetzt Pech, würde ich sagen. Ist noch irgendwas anderes? Das ist alles Herbstzeug hier, Frühlingszeug. Nee, ich kann mir gerade nichts leisten davon. Okay, dann, dann war's das, glaube ich, erstmal. Dann war's das jetzt erstmal. Dann, was machen wir jetzt? Schlafen gehen, ne? Genau, gehen wir jetzt schlafen. So. Ja. So, mit Brot haben wir 204 Gewinn gemacht. Kartoffeln. Mit Ei. Naja, okay. $2.900 haben wir jetzt ausgegeben für Bestellungen. Wartung. Miete kostet auch alles noch. Nun ja. So. Jetzt ist wieder morgen, Tag 3. Jetzt werde ich aber beenden, weil ich habe jetzt hier keine Lust, noch eine ganze Folge zu machen. Das wird jetzt zu viel, wird sonst zu lang. Wir werden das künftig so machen, dass wir pro Ingame-Tag eine Folge machen. Jetzt weiß ich ja, dass sich das Spiel nur abspeichert immer am Morgen. Das heißt, jetzt hat sie es hoffentlich gerade abgespeichert. Und da steigen wir hier in der nächsten Folge dann wieder ein. Es wird mir jetzt zu spät und zu lang, wenn ich jetzt hier noch eine ganze Folge mache. In diesem Sinne haben wir jetzt eine kurze Folge gehabt. Macht aber nichts, denke ich. Beim nächsten Mal gibt es dann Tageslängenfolgen. Dann können wir auch den Kohl sehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis bald.